so viele Optionen. Ich meine, ich habe jetzt den bösen Pfad gewählt. Trotzdem kann ich ja noch entscheiden. Ich kann da totale Mega-Arschloch sein. Ich kann einfach nur Halb-Arschloch sein. Ich kann nett sein. Ich kann Belohnungen ablehnen, weil ich so super nett, freundlich bin und einfach nur erstmal an die anderen denke. Oder ich kann an mich denken, aber trotzdem gut sein. Auch wenn der Verlauf linear ist. Man kommt zwar zum selben Ende, aber zum selben Ziel, hat aber zwei Endoptionen. Tja, und das freut mich, dass The Old Republic genauso sein wird. Man hat seinen eigenen Charakter und bestimmt die Geschichte nach seinem eigenen Ermessen. Egal, ob man sich für Republik oder Imperium entscheidet, man kann sagen, ja, ich möchte super freundlich sein, auch wenn ich ein super böser Sith Lord bin. Schön, euch wiederzusehen, Ob. Doch trotz meiner... Wovon redet ihr? Die Dorfbewohner... Ja, also sperrt es... Für die... Ich gehe durch das so und werde versuchen, die Infizierten zu helfen. Ich kann euch nicht daran hindern. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Bitte, hilf uns. Wir sind mit dieser Ragul-Krankheit infiziert. Wir können jeden Moment... Ah! Nein! Bitte nicht! Nein! Doch, so ist das nun mal. Ach, Ragul, vor denen muss man inzwischen keine Angst mehr haben. Süß, das ist alles. Wie gesagt, Banterfutter. Schön euch. Ich brauche Heilung. Ja, danke, dass du die Vergiftung entfernst, ey. So. Ach, du kannst mich mal, Quest. Schön. Doch trotz mein... Die doch. Also sperrt. Für die. Wir können für die infizierten Dorfbewohner nicht. Niemand wäre. Ich. Ach. Leb. Vergiss es. Warum bin ich überhaupt drunter gekommen? Hätte das hier noch aufheben sollen. Was soll's? Auf zu den Volka. Auf zum Swoop-Rennen. Das ist einer meiner Lieblings-Minigames hier ins KOTOR. Einfach mit einem aufgemotzten Bike durch die Gegend düsen. Die Swoop-Rennen sind eigentlich so wie Drag Races. Einfach 400 Meter, 500 Meter, je nachdem wie die Strecke ist und natürlich so schnell wie möglich. Aber das werdet ihr gleich selber sehen, falls ihr das noch nicht kennt. Dumm, dass die eine Quest da noch geblieben ist, was soll's. Ich hätte mich schon viel früher darum kümmern sollen. Wie sieht's mit Erfahrung aus? Oh, 2000 noch. Geht doch schneller als gedacht. Aber ich will nicht so viele Level aufsteigen, weil ich immer noch, weil man ja später noch zum Jedi wird, da zählen die Level auch. Also sobald ich Jedi bin, bin ich Jedi Level 1. Und da will ich möglichst viele Jedi Level haben. Ja, sieh an, wer ist das denn? Da bist du, von Konkipanpa. Chingpalachiskamuli, Tuni Rana no Prata Dunk no Sarchadoma Wama Kun Bestoma. Nisha Chilo Chakin Kuno Bamuli Rajikun. Ich hab mich für meinen Teil an meinen Teil der Abmachung gehalten. Jetzt seid ihr dran. Kuyami Jus Kachita Naipatoga Yafulki Kukula Jiji. Kawana bota a ayut tagwa. Kankidora tikun watati mana izabola. Tonghai tuam jiji yumalit pa ang inkotu. Tolba da bunk waliagando de nago chuchut. Kachi chua isa haudunga. Sehr gut. Yumalit ka inkotun. Chilo mulra de nebobo.
Und wenn wir das Rennen gewinnen, bekommen wir Bastila, richtig? Takum justak miki grabel mogo. Kachi chu aita hodonga. Tulpa da bonk molya gando da nago chuchut. Moga shampumpa. Bola wana chikni. Bamulne slik mo poda na wanga kun bist mulira best. Tja, man hätte man sich ja auch entscheiden können. Vulka abschlachten, zurück zu Gen gehen. Los, machen wir das Hubrennen. Warum habe ich nur das Gefühl, dass mir etwas verschweigt? Shagjikin Lord Jawata Uma? Kava Vulpa Mulji Kumana? King Kun Shachikin? Ni King Kun Oba Mulira Jikun? Wama Kunbes? Chinpala Muji? Tunira Nu Prata Dunko? Sercha Domandoma? Explodieren? Ihr seid wohl verrückt geworden! Warum sollten wir ein solches Risiko eingehen? Tonga Bugsham Uninong? Wanga Kun Bistkin Bamulira? Chuni Yun Tonga? Ach, danke schön! Tolles Risiko! Ich hab keine Angst, mit dem Bike zu fahren. Shagjikin Lord Jawata Uma? Kava Vulpa Mulji Gumana? King Kun Shachi King, ni King Kun Oba Mulira Jikun? Wama Kunbes, Chinpala Muji, Tunira Nu Prata Dunko, Sercha Domandoma, Tonga Bugsham Uninong, Wanga Kun Bist King, Bamulira, Chuni Yun Tunji Jiaita Duana, Kavavolpa Muljui, Kamana, Kontichani, Mulira Shunkturung umni Patoga Wanka Chonetize. Ikratug Hatu Chichiya Watayumaka Wama Huhanek. Bring's in Ruhe, das ist Nacht in der Basis der Vulka. Am nächsten Morgen bringt dich einer der Vulka zur Swoop-Bike-Strecke. Hier wird ja momentan nur Piloten und Mechaniker zutritt. Oh, kann es bitte endlich losgehen? Ich will Swoop-Rennen fahren. Lädt. Vergiss es, beginnt mir einfach gleich mit dem Rennen. Ich kann das selber erklären. Ich werde euch nicht enttäuschen. Wieso betont er das relativ? Ach, egal. Mir ist das Ding noch nie um die Ohren geflogen. Das wird es auch nie. Kommentator. Es ist Bastila. Sieht aus, als hätte sie die ganze Nacht durchgemacht und gesoffen.
Ah, die ist auch in diesem Käfig eingesperrt und was auch immer. Ach so. All das übliche Sklavenzeug. So, speichern. Wir haben schon einen Piloten verloren? Willst du mich verarschen? Wie scheiße ist der bitte? So, welche Zeit muss ich schlagen? Ich würde gerne ein Rennen fahren. Na dann, der Spaß kann losgehen. 38 Sekunden, das ist ein Witz. Deinem Links kannst du beschleunigen und schalten. Und mit AD, Restlinks. Das ist halt das Prinzip. So. Und auf dem Boden liegen auch noch Toros, die wir nehmen müssen, um halt schnell zu sein. Nix umfahren. Klar, sonst ist das Rennen schnell vorbei. Aber ich mache hier nicht noch zu viel Ernst. So, wir sind im höchsten Gang. Wir fahren jetzt mega over Hyperspeed. Scheiße. Ja, das war Absicht. Unglaubliche 26 Sekunden. Also, das noch zu toppen. Wird nicht einfach. Mit Vergnügen. Wir werden am liebsten nicht. Wir hätten am liebsten meine Zeit nicht unterboten. Der hat meine Zeit in der 100. Sekunde unterboten, würde ich mal sagen. Na dann mal los. So. Da ist schwer die Strecke, wie wohl liegt, so halt in den Tacho. Da ist mich jeden Turbo mit. Das wird sie demoralisieren. Na verdammt. Bam! Top das hier! Wegpenner! Schön. Aber meine Lieblingsstrecke ist immer noch auf Mana an in diesem Teil. Endlich treffen wir ihn. Ich, Brezhik, Anführer der Schwarzen Vulka, freue mich außerordentlich, die Siegprämie an einen meiner Leute vergeben zu dürfen. Wieder einmal haben die Schwarzen Vulka bewiesen, dass sie die führende Bande auf Taris sind. Gut gemacht. Mit euren Fähigkeiten und eurem Mut seid ihr der beste Swoop-Pilot weit und breit. Ihr habt den Schwarzen Vulka Ehre gemacht.
Deshalb tut es mir unendlich leid, euch mitteilen zu müssen, dass sich die Art der Siegprämie geringfügig geändert hat. Matt! Es wäre gesünder für euch, wenn ihr nicht versucht, mich hereinzulegen, Brejik. Wenn ihr hört, was ich zu sagen habe, werdet ihr verstehen. Wie es scheint, ist die Frau, die ich als Siegprämie vorgesehen hatte, weit mehr als nur ein republikanischer Offizier. Sie ist eine waschechte Jedi. Ich musste ihr einen Neuralfesselkragen verpassen und so ihren Verstand in einen Zustand der fortlaufenden Verwirrung versetzen, um eine Flucht mit Hilfe der Macht zu verhindern. Es ist klar, dass ich euch so jemanden nicht einfach überlassen kann. Eine Jedi als Sklavin zu halten, ist viel zu gefährlich. Aber ihr dürft sicher sein, dass ich mich auf andere Weise für euren Sieg erkenntlich zeigen werde. Das Tila sieht nicht mehr besoffen aus. Das kann lustig werden. Alter Dummkopf, eure Traditionen sind mir völlig egal. Ich bin die Zukunft. Wenn ich eine Siegprämie zurückziehen und diese Frau höchstpersönlich auf dem Sklavenmarkt verkaufen möchte, kann ich niemand daran hindern. Dazu hätte ich vielleicht etwas zu sagen, Brejik. Was? Unmöglich! Ihr wart an einen Neuralfesselkragen gekettet. Woher habt ihr den Willen nehmen können, um euch selbst zu befreien? Ihr unterschätzt die geistigen Kräfte eines Jedi, Brejik. Doch ihr lebt nicht mehr lange genug, um diesen Fehler zu bereuen. Vulkar, zu mir! Beseitigt diese Frau! Beseitigt den Zupiloten! Beseitigt alle! Du bist tot, Junge. So, speichern. So, erstmal auf den wichtigsten Gegner hier fokussieren. Unruhe. Ich bin alleine? Fick dich. Okay, muss ich alleine durchstehen. Was, Tila, du kannst mir gut helfen. Na, Mann, mach ich erstmal die Passage hier kalt, weil sie mir in den Rücken knallt. Nee, jetzt habe ich Brejik an der Backe, na, ist ja schön. Tschüss, Pappnase, so, Medikit. Er ist tot. Hast du wenigstens noch was für mich? Hier. Naja, nimm das. Wenigstens was. Plündern, plündern. Oh. Zwillingslaserschwert, das war's hier dann natürlich. Brejiks Gürtel, Armband. Nehme ich alles. So, schauen wir doch mal. Brejiks Handschuhe, Geschicklichkeit plus 1, immerhin. Was machst du Schönes? Na, sehr gut. Energieschild brauche ich nicht. Was macht der Gürtel? Niederschmetternd. Nehme ich. Oder was hatte ich da eben? Kalt plus 2, Energiegürtel. Achso, hab ich nichts Besonderes. Also lasse ich Brejiks Gürtel ausgerüstet. Fertig. Was für das Laserschwert kann ich sowieso nicht. Macht nochmal Vibro-Zwillingsklinge. 2 bis 16. Oh Mann, wieso habe ich die nicht angelegt? Naja. Gibt's noch was ich plündern könnte? Nö. Hallo, Vassila. Nun gut. Diese verdammten Vulkar werden es sich beim nächsten Mal gut überlegen, ob sie noch einmal eine Jedi gefangen nehmen. Und was euch betrifft, wenn ihr glaubt, mich als Trophäe gewinnen zu können... Moment, das glaube ich nicht. Ihr seid doch einer der Soldaten der republikanischen Flotte, nicht wahr? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wie kommt einer wie ihr dazu, für dieses Whoop-Banden-Rennen zu fahren? Lange Geschichte. Nun gut, dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen hier raus, bevor die Sith das Problem auf ihre Art lösen. Wo sind wir in Sicherheit? Hey, hey, mach mal langsam. Ich gebe hier die Befehle. Denkt daran, dass ich euch gerettet habe. Mich retten? Wolltet ihr das mit eurem Swoop-Rennen erreichen? Für eine Rettungsaktion war das aber ziemlich jämmerlich. Nur für den Fall, dass euch das entgangen sein sollte. Ich habe mich selbst aus diesem Neuralfesselkragen befreit. Es war wohl eher so, dass ich euch gerettet habe. Brejik und seine Vulkar hätten euch umgebracht, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Ihr hattet großes Glück, dass ich euch aus diesem Schlamassel befreit habe. Ich denke, ihr bringt da was durcheinander. Bevor ich gekommen bin, wart ihr eine hilflose Gefangene.
Ich mag eine Gefangene gewesen sein, aber eine Jedi ist niemals hilflos. Oh, jetzt kommst du mir mit der Macht, Bastila. Ich habe schon Jedis gesehen, die gegen Mandalorianer gelust haben. Also bitte. Auch wenn nicht alles nach Plan lief, kümmern wir uns lieber ums Geschäft. Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Ich versuche herauszufinden, wie wir von diesem Planeten fliehen können. Zunächst müssten wir wissen, auf welche Ressourcen wir zugreifen können. Sind wir die einzigen Überlebenden der Ender Spire? Cass und ich arbeiten an einem Plan, wie wir von Taros wegkommen. Kath Onasi lebt? Endlich eine gute Nachricht. Kath ist einer der besten Soldaten der Republik. Er hat sich mehrfach als Held erwiesen. Er hat euch geschickt, um mich zu retten? Vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Kath hätte euch niemals geschickt, wenn er nicht von euren Fähigkeiten überzeugt wäre. Verzeiht mir. Trotz meiner Jedi-Ausbildung urteile ich oft etwas voreilig. Bitte bringt mich sofort zu Kath. Gemeinsam werden wir drei einen Weg finden, von hier zu fliehen, bevor die Sith unsere Anwesenheit bemerken. Vous ne pouvez pas gagner, Revan. Bastila, ihr lebt. Endlich ein Lichtblick. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir von diesem Planeten runterkommen. Heißt das, ihr habt noch keinen Plan, wie wir Taris verlassen können? Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Kopfgelder eingetrieben, Leute ausgeraubt, alles Mögliche. Also mal ehrlich, die verdient mal einen Arschtritt mit ihrer arroganzen Ich bin ein Jedi-Einstellung und ach die Macht. Ohne mich wäre sie Bantafutter gewesen. Langsam geht mir mit eurer Einstellung gehörig auf die Nerven, Bastila. Mein Verhalten? Vielleicht solltet ihr einmal über euer Verhalten nachdenken. Ich bin zufällig die Verantwortliche. Ja, und dank euch sitzen wir auf diesem Schandfleck fest. Ich weiß, das ist noch neu für euch, Bastila, aber ein Anführer putzt seine Truppe nicht herunter, nur weil die Dinge anders laufen als geplant. Lasst euch durch euer Ego nicht von den wirklichen Fragen abhalten. Vergreift euch nicht im Ton gegenüber eurem Commander, Kath. Ich bin Mitglied des Jedi-Ordens und das hier ist meine Mission. Vergesst das nicht. Meine Kampfmeditation hat der Republik in diesem Krieg schon häufig geholfen und sie wird es auch diesmal tun. Da bin ich mir sicher. Durch euer Talent gewinnen wir vielleicht ein paar Gefechte, aber das allein macht aus euch noch keine Anführerin. Eine gute Anführerin würde zumindest jene anhören, die schon mehr Kämpfe gesehen haben, als sie je erleben wird. Er hat recht, momentan demonstriert ihr nicht gerade Führungsfähigkeiten, Bastila. Ich hatte so meine Zweifel, was diese Mission betrifft. Aber ich glaube, dass der Rat euch nicht mit der Aufgabe betraut hätte, wenn ihr ungeeignet wärt. Und jetzt benehmt ihr euch wie eine ungezogene Göre. Ich verstehe schon. Meine militärische Erfahrung ist wirklich nicht sonderlich groß. Vielleicht sollte ich nicht so voreilig urteilen. Nun gut, Kath, was sollen wir tun? Wir sollten uns nicht in diesem Streit um die Verantwortung verlieren. Wenn wir von diesem Felsen wegkommen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Die Antwort liegt irgendwo da draußen. Wir müssen sie nur finden. Wohl wahr, Kath. Und je eher wir damit beginnen, desto besser. Ich war einmal Gefangene der Vulkar und werde mich jetzt nicht von den Sith einsperren lassen. Suchen wir einen Weg, um von diesem Planeten herunterzukommen. Wir werden bei unserer Flucht von Taris Hilfe brauchen. Vielleicht kann uns einer der Einheimischen weiterhelfen. Am besten fragen wir in den Cantinas zuerst nach. Stimmt etwas nicht? Irgendetwas scheint euch zu beunruhigen. Bei unserer ersten Begegnung ist etwas Seltsames passiert. Eine Art Vision. Eine Vision? Von euch. Ihr habt gegen einen dunklen Jedi gekämpft. Revan, nehme ich an. Das ist seltsam. Derartige Visionen sind oft ein Zeichen großer Machtempfänglichkeit. Wollt ihr damit sagen, dass ich die Macht nutzen kann? Ich bin nicht sicher. Vielleicht ist die Macht in euch.
Das wäre noch nie da gewesen. Möglicherweise hat euer Talent meine eigenen Fähigkeiten überlagert. Vielleicht hat euch die Macht angesichts der Aufregung nach der Schlacht ermöglicht, eine meiner tieferen Erinnerungen zu erkennen. Ich könnte also ein Jedi werden. Die Macht ist komplex. Trotz meiner Ausbildung überrascht sie mich immer wieder. Mit dieser Frage sollten sich die Meister des Rates beschäftigen. Wenn ihr wollt, können wir den Rat um Hilfe bitten, sobald wir Taris verlassen haben. Die Jedi werden die Bedeutung eurer Vision erkennen, wenn es eine gibt. Allerdings sollten wir uns zunächst um Wichtigeres kümmern. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen Taris verlassen. Na gut. Egal wie.